Deos gibt es etliche auf dem Markt. Das Thema Deo-Creme hat sich inzwischen etabliert. Da gibt es aber auch immense Unterschiede. Inzwischen gibt es etliche Varianten in der Drogerie. Heute geht es um die CD-Variante und wie ich die finde, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Ich stelle hier vegane Kosmetik vor, pflegende wie auch duftende wie auch dekorative Kosmetik unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, unter dem Aspekt Veganismus und dann dem Aspekt tierversuchsfrei. Und so habe ich mir mal das CD-Deo angeguckt. Und das, was schon auffällt, ist, das ist hier ein Glastiegel. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, oder ich kriege Hinweise, ist Produkt XY in Glas oder ist es in Plastik? Das Thema Glas ist extrem schwierig. Das ist nicht nachhaltiger. Absolut nicht. Glas ist nur nachhaltiger, wenn es auch wiederverwertet wird. Wenn Glas eingeschmolzen werden muss, wenn es transportiert werden muss, entstehen Energiekosten auf andere Art und Weise. Also das ist nicht wirklich nachhaltig. Zusätzlich ist so ein Produkt dann gleichzeitig auch noch schwerer. Na, also da macht es vielleicht mehr Sinn, sowas in einen Plastikcontainer zu packen, der in einem, also so ein Plastik, so ein Bioplastik beispielsweise. Das hat sich halt eben auch noch nicht so wirklich etabliert. Wir haben hier einen normalen Aluminiumdeckel. Also es sieht auf jeden Fall hochwertig aus. Und der Aluminiumdeckel ist nicht schlecht. Oftmals machen es Hersteller so, dass sie dann noch einen Plastikdeckel oben drauf packen und man unterschätzt es komplett. Die sind zum Teil so schwer wie ein ganzer Becher. Na, also man hat dann im Endeffekt nichts an Plastik gespart. Hier ist also kein Plastik dran. Das Ganze kommt im Laden hier in so einem Kartönchen. Inzwischen gibt es das Produkt nur noch bei Rossmann. DM hat es aus dem Sortiment gepackt. Lief vielleicht nicht so gut. Keine Ahnung. Wir haben es hier mit einer etwas festeren Creme zu tun. Ne? Also die ist schon richtig fest. Wie sich das Produkt im Warmen verhält, kann ich euch nicht sagen. Manche Produkte werden fast schon flüssig. Also die ersten festen oder Deo-Cremes, die ich vorgestellt habe, die sind sogar, die haben sich entsprechend verflüssigt auch, was natürlich negativ ist. Dazu kann ich hier natürlich nichts sagen. Es ist recht sparsam. Es ist der typische CD-Geruchstyp. Ich mag's. Man mag nicht in jeder. Das ist halt Wasserlilie. Und für mich ist das so der Duft nach Seife, der Duft nach frisch gewaschen. So darf bei mir ein Deo wirklich riechen. Das ist echt nicht schlecht. Allerdings, und jetzt kommen wir zu den negativen Punkten. Ich habe schon mal ein Video zum Thema Duftstoffe gemacht. Das packe ich dir mal unters i. Und es gibt schwierige Duftstoffe, deklarationspflichtige Duftstoffe. Es waren, glaube ich, 25 oder 26. Das erzähle ich dir da in dem Video nochmals. Und die lösen Allergien aus. Bei Deos ist es immens schwierig. Man packt sich das ja unter die Achsel. Unter der Achsel ist es warm. Diese Produkte arbeiten ganz anders unterm Arm, weil es eben warm ist, als jetzt beispielsweise, keine Ahnung, wo man sich sonst noch drauf machen könnte. Parfüm zum Beispiel. Und wenn du schon eine Allergie gegen einen dieser Duftstoffe hast, und es sind insgesamt, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ich blende dir jetzt mal die Inhaltsstoffe auf jeden Fall ein. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Vier oder fünf deklarationspflichtige Duftstoffe sind da drin. Und das macht die ganze Sache schwierig. Bei deklarationspflichtigen Duftstoffen geht es tatsächlich darum, da kann man Allergien entwickeln mit der Zeit. Und wenn man sie schon hat, reagiert man extrem drauf. Wenn man auf die Seite geht von Rossmann, findet man unten, wenn man die Rezensionen von den Kunden mal anguckt, findet man Kommentare darüber, dass das Produkt halt reizend ist, dass das Produkt, jemand hat glaube ich sogar geschrieben, dass er eine Cortisoncreme danach verwenden musste, glaube ich aufs Wort, weil wie gesagt, das ist absolut nicht reizfrei formuliert.
Schwierig, absolut schwierig. Ich vertrag's. Ich habe bis dato noch nicht drauf reagiert. Es gibt für mich aber inzwischen auch schon Duftstoffe, auf die ich besonders unterm Arm reagiere. Deswegen sage ich das. Also auch für mich zählt da ein bisschen aufzupassen. Also ich vertrage auch nicht alles. Was ich halt echt auch so ein bisschen schade finde, ist, so ein Deo muss ja nicht notgedrungen einen Duft haben. Wir sind so ein bisschen geprägt, wenn wir ein Produkt anwenden, was so gegen Schweiß ist, dass wir unbedingt Duftstoffe da drin haben müssen. Klar, es ist auf gewisse Art und Weise auch so eine Sicherheit, ja, aber sowas funktioniert auch ohne Duftstoffe. Also man kann da eben auch auf andere Inhaltsstoffe zurückgreifen, die den Schweißgeruch auch zunichte machen können, ohne stark beduftet zu sein. Also es ist immer ein bisschen schade, dass im freien Handel diejenigen von uns hinten runterfallen, die eben eine Problematik mit Duftstoffen haben, die halt eben nicht überall Duftstoffe drin haben möchten. Das wird halt einfach in der Drogerie immer noch nicht so gängig nachgefragt. Und an der Stelle möchte ich dir ganz klar sagen, der Endverbraucher, der macht im Endeffekt eine Riesensache daraus. Das heißt, wenn ein Endverbraucher die Sache nicht kaufen würde, würde der Hersteller das auch so irgendwie nicht herstellen. Aber ein Großteil von uns ist halt, wir sind alle duftgeprägt, ne? Also für mich ist auch dieser Duft so eine gewisse Form von Kindheit. Damit verbinde ich halt eben das Thema Sauberkeit, weil CD gab es bei uns x Mal im Haushalt, ob es irgendwie als Seife war. Ich glaube, wir hatten diese Seife ganz häufig. Und dann später halt dieses Deo. Also das hat sich für mich schon eingeprägt. Das ist halt wie dieser Nivea-Duft auch. Und das weiß man auf dem freien Markt, dass wir eben duftgeprägt sind. Und Düfte in so Produkten haben grundsätzlich keine Wirkung, nur sie sind dazu da, um eben entweder bestimmte Kombinationen zu verschleiern, weil manche Produkte zusammen halt nicht gut riechen, oder dass sie halt bei uns irgendwas erwecken. Na, also da gibt es ganze Abteilungen, die dahinterher sind, marketingtechnisch da beim Endverbraucher was zu erreichen. Und es ist halt so, Duftstoffe auf der Haut sind schwierig. Und seit ich da ein bisschen mehr darauf achte, merke ich das halt immer mehr. Und gerade da ich die Pille abgesetzt habe, mein Hormonhaushalt immer noch durcheinander ist, reagiere ich gerade unter den Armen schon ein bisschen extremer. Ne? Also ich kann zu dem Produkt jetzt, wenn es wärmer wird, überhaupt nichts sagen, weil ich habe es mir im Herbst gekauft und jetzt eine ganze Zeit lang ausprobiert, um einfach auch zu gucken, vertrage ich es nicht. Dazu kann ich euch schlicht und ergreifend nichts sagen. Ob ich es mir nachkaufen würde, ja, weil ich den Duft mag, weil ich es vertrage, aber ich verstehe jeden da draußen, der sagt, also ich reagiere auf Duftstoffe, ich will das nicht und ich mag zum Beispiel den Duft nicht. Weil er ist schon sehr CD-lastig. So stellt man sich ein CD-Produkt vor. Ich mag es, wie gesagt, aber da ist ja jeder so ein bisschen anders. Die Konsistenz ist auch toll. Ich habe bei der Konsistenz echt nichts auszusetzen. Na, also da ist ein bisschen Stärke mit drin. Die ist ein bisschen fester. Die ist eher so ein bisschen wachsig. Und es reicht nur ein bisschen auf dem Finger. Und du kommst über den ganzen Tag hinweg halt wirklich damit aus. Schade ist halt, wie gesagt, nur das Thema Duftstoffe, also diese Kombination an reizenden Inhaltsstoffen vor allem auch, die verträgt eben nicht jeder. Wie ist es bei dir? Hast du dieses Produkt ausprobiert? Wie findest du es? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Und was du mir noch in die Kommentare packen kannst, ist, was deine Deo-Empfehlung ist. Denk daran, vegan. Tierversuchsfrei und nach Möglichkeiten sollte es auch kein Mikroplastik haben. Und bei diesem Produkt ist es auch so wie bei vielen anderen auch. Also diese Hersteller gucken inzwischen darauf. Dieses Symbol hier bedeutet, dass kein Mikroplastik enthalten ist. Das ist mir eben auch wichtig und sei dir das nochmals bewusst. Mikroplastik muss nicht in unserer Kosmetik sein. Wenn du dich ein bisschen mit Inhaltsstoffen auskennst, geh diesen Inhaltsstoffen aus dem Weg, denn wir haben als Endverbraucher die Macht.
wenn wir signalisieren, dass wir das nicht haben wollen, geht der Hersteller auch her und lässt es wirklich sein. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.